arg die Schmerzen? Ach, woher, es fällt sie nix. Himmel, Arsch und Schwern. Ja, mir ist da nämlich ein kleines Malheur zugestessen. Nicht fluchen, davor wird's nicht besser. Das ist mir halt so rausgerutscht. Reden Sie nicht so viel, das strengt einer an. Legen Sie einen Arm um meinen Hals. Ah, ja, das meine ich streng dir erst recht an. Ganz fiebrige Hände haben Sie. Und ganz fiebrige Augen. Sie sind so lieb zu mir. Reden Sie nicht so viel. Ich hab einer eins von den Kleinen am Fremdenzimmer gegeben, bei den Hofen ausgegangen. Da hinten, da ist ganz ruhig. Jetzt gehen wir so dann auf Zeiten. Da hören Sie und sehen Sie nichts. Keine Leute und auch kein Auto. Im Auto will ich heute nichts mehr hören und sehen. Und vom Fahrer erst recht nichts. Sachsen, die Frau Reisertaler. Ja, Sie haben ja eine bullzauberne Tochter. Will ich jetzt gar nicht für möglich halten. Ach, gehen Sie halt. Ja, das heißt, eigentlich hätten wir sie ja denken können. Schöne Haferl geben schöne Schirm. Mei. So was von galant ist er, der Herr Hengstl. Gern Sie nur wieder auf, sagen Sie mal, Frau Reisertaler, wie alt? Anfang 50. Nein, ich meine, Mitte 50. Sind wir ja, aber fühlen tue ich mich wie 50. Nein, ich wollte ja fragen, wie alt einer Lisa ist. Ach so. 22 war es im Mai. Mei, im Mai. Im Wonnemonat Mai. Oh mei. Da, wo die Vogel zwitschern und die Rosen so schieblieren. 22. Ein wunderschönes Alter, so mag ich's. Ja, der Unglücksvogel ist ja ein Glücksvogel. Der hätte jetzt nicht ihr auf den Radl hocken können, hä? Was haben Sie gesagt? Was hab ich gesagt? Oh. Nein, nein, laut denkt hab ich. Und der junge Hupfer darf jetzt bei einem liebreizenden Lieserl bleiben. Und sorgen tut's ihn. Pflegen tut's ihn. Und alle Damen lang fragt's ihn ganz zutraulich. Wie geht's dir denn, Corbinian? Heißt der nicht Urban? Was? Von mir aus heißt er, wie er mag. Aber ich bin schon auch noch da beim Dasein. Und ich bleib auch da. Ja, was haben Sie denn auf einmal, Herr Hengstl? Sie sind ja ganz desperat. Geht's Ihnen am Ende nicht gut? Na ja, Fräulein, das ist... Uns miserabel geht's mir. Ja, um Gottes Willen, was haben Sie denn? Oh. Ach so, ja, na, weiß ich schon. Ah. Dann gehen Sie jetzt da rauf, einen Gang hintere und die zweite hier links. Frau Reisertaler, Sie irren einer. Oh. Also in meinem Haus kenne ich mich schon aus. Nein. In meinem Zustand irren Sie einer. Oh, ich muss mir einwendig was gequetscht haben. Ja, sind so gut. Da, bitte. Oh. Wie ich vorhin meinen Wagen mit einem Ruck abbremst habe, hat es mich mit aller Gewalt vorne an den linken Hickel. Ich brauche ein paar Tage mehr Ruhe, ein gutes Bett und eine recht liebevolle Pflege. Ewig schade, dass Sie keine Fremdenzimmer mehr frei haben. Ha. Mehr wird nur. Ich denke jetzt da gerade an das große Zweifensterige mit Balkon und Kanapé. Sie, in dem Bett hat vor 25 Jahren ein leibhaftiger Graf geschlafen. Frau Reisertaler, das Zimmer gehört mir schon. Ja, ich darf meinen leidenden Körper nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, ich lege ihn lieber in einer Bettne. Ja, ja, das ist ein Wort, Herr Hengstl. Ja, respektive in eins von ihren Betten. Ach so, ja, freilich. Ja. Nun, wie geht's dir denn? Kopfweh, oder? Uns kreizt nicht im Weg. Na, gerade über den Arm, Herr Hengstl. Ja, hat sich einer den auch erwischt? Ja, und wie es mich erwischt hat, Fräulein Lisan. Ja, dann kann einer der Doktor auch gleich untersuchen, wann er kommt. Nein, nein, das soll er lieber bleiben lassen. Leicht findet er nichts bei mir und mein Leiden wird bloß verschleppt. Wissen Sie, ich hab so die Doktoris nicht das richtige Zutrauen. Genau, also wie ich mag die Doktor auch nicht. Wie mir was fehlt, dann geht zum Lorenz, der kennt sie aus. Der weiß, wie man die Krankheiten vertreibt, respektive behandelt. Der macht's mit der Natur, werden Sie sehen, der riecht einen wieder auf. Ich brauch bloß ein paar Tage mal Ruhe. Und recht eine liebevolle Pflege. An dem soll es nicht fein, ich richte ein Zimmer her. Ja, ja, Fräulein Lisalitz. Jetzt kriegen Sie noch einen Patienten, gell? Ja, hab schon gehört. Ja, mein bedauernswerter Zustand macht das leider notwendig. Leider sage ich, weil ich einer solche Umstände mache. In Bezug auf mich, ja, da sage ich natürlich Gott sei Dank. Ich sag's jetzt. Aber ob heute halt Mo mit Ihren Ansprüchen mit dem zufrieden ist, was er bei uns findet? Das, was ich bei Erna finde, das hat die Hexenansprüche genügen. Sie sind bestimmt was anderes gewohnt. Nein, das Gewohnte wäre dann halt leicht langweilig, gell?
Was ein echter Feinschmecker ist, der holt es mit der Abwechslung. Jetzt geben Sie aber selber zu, dass Sie ein Feinschmecker sind. Auf was hätten Sie denn noch einen Gusto? Auf was, Jungs? Ein wenig durchwachsen? Ein Spurfacki. Nein, ich glaube nicht, dass ein Spurfacki ist, noch was mir da Sinn steht. Wie war es nachher mit dem jungen Händel? Ja, gegen ein Händel hätte ich nichts dagegen. Auch so viel gern mag ich die jungen Händel. Einen alten Gockel mag man aber weniger. Was? Sie finden schon das Richtige für mich. Es ist ja nicht so schwarz um den Rand, was ich möchte, oder? Ein Händel mit Kartoffelsalat. Gut, bleiben wir vorerst beim Händel mit Kartoffelsalat. Glaubst du, Fräulein Lisel, wenn Sie bei mir sind, dann wird es mir gleich viel leichter. Da vergieße ich ganz auf meine Schmerzen und da denke ich nicht einmal an meinen kaputten Wang. Der schöne Wang. Der wird schon wieder gekriegt. Und dann fahren wir einmal spazieren miteinander. Da hocken sie in die Polster drin wie eine Prinzessin in einer Kutsche. Und da wären Spitzen, wenn ich dann einmal so richtig Gas gebe. Lieber nicht. Aber ich bitte einen, warum denn nicht? Wo ich doch so ein todsicherer Fahrer bin. Ja, was meinen denn Sie, was mir heute alles passiert war, wenn ich nicht so ein todsicherer Fahrer war? Da bresselt jetzt nicht. Fall gerade der Bresel. Und so? So ist mir gar nichts passiert. Ah, nix? Ja, nein, nix ist zu viel gesagt. Oder besser gesagt, zu wenig. Erwischt hat's mich schon. Inwendig halt. Naja, was weiß man denn, wie es da drinnen ausschaut? Du schleppst ja einen ganzen Organismus mit dir rum. Hast du ein Herz, hast du ein Leber, hast du ein Nieren? Nieren haben wir keine. Was? Wenn du zuhause eine wollen, dann eine Frage beim Bus heute halt noch. Ja, ich will doch keine Nieren. Ja, leicht hat er auch eine Leber. Der Engsler hat doch von seiner Leber geredet. Ach so, haben sie eine extra eine mitgebracht. Ich rede doch von meinen innerlichen Organen. Ah ja, dann. Der Herr Hengstl meint nämlich, er kann es auch wegen der Wischung haben, inwendig. Und darum bleibt er halt bei uns. Genau. Ich bleib so lang da, bis es geschnackelt hat. Geschnackelt? Ja, bis sie halt alles eingerenkt hat. Der Doktor kommt ja gleich. Ich brauch keinen Doktor nicht. Die Natur hilft sie von ganz allein. Ja, das sag ich auch. Da sind sie bei uns an die richtige Adresse gekommen. Wir kurieren eine inwendige Krankheit von Grund auf. Da feilt sie nix. Das ist ein Wort. Wir zwei verstehen uns ja schon, gell? Und wir zwei werden uns hoffentlich auch recht gut verstehen. Ich gehe jetzt mal auf mein Zimmer nach. Ja, bei uns werden sie sich wie im siebten Himmel fallen. Im siebten Himmel, jawohl. Und das Engel ist schon da. Auf Wiedersehen, Engel. Auf Wiedersehen. Siebter Himmel, zweite Türe rechts oben. Wiedersehen. Er muss keine Schwester gehabt haben. Das hat er nicht einmal drauf wie einen Engel halten. Ein gespassiger Heiliger. Ja, nein, der erwischt hat's mal. Falls uns Mannsbild erwischt, dann sind wir halt so gespassig. Ja, wo meinst du, dass er erwischt hat? Ja, inwendig. Unter dem Brustfleck, oder? Meinst du? Ja, das meine ich nicht und das weiß ich. Und du weißt das auch. So wie ich sagen hab, sie zwei Nasen wie ein Hähnerhund. Bevor sie uns aber noch denken, das Mädel kommt mir auch mal mit einem liebevollen Auge anblinzeln, habt sie schon längst einer Freundin von seinen sündhaften Gelüsten verzeiht. Ja, mir war's nur, er soll sich nach einem anderen umschauen und verschwinden. Du gefällst mir. Endlich kommt einmal ein Gast ins Haus zu uns. Und mehr da lasst als wir bloß ein paar Hafen Sommerbier. Und den darfst du gleich wieder verdrehen. Aus dir wäre groß wenig eine richtige Wirtin wie aus deiner Mutter. Und wie stellst du das nachher vor, was ich machen soll? Nein, Liesl, du hast ja keine Ahnung, was mir Manns bitte für tappige Hirschen sind. Wenn bei uns zum Beispiel das Herz pumpert, kriegt das Hirn einen Ausgang. Wenn man uns gerade ein Kärntl Hoffnung lässt, dann bleiben wir da wie ein Salzbrett. Und das Kärntl muss man so einen tappigen Hirschen hinstreuen. Was meinst du, wenn ihr Mädel war? Der kann bloß der Leben. Ach so, da den Ozaner. Aber schon so. Ach so, da die daherschwanzeln. Siehst du jetzt, da die rasch bin. Und auf die letzte kriegt der von mir. Ein Bussel? Eine gesalzene Rechnung. Ha, du warst mir schon so eine. Ja, wenn halt du auch so eine warst. Am großmächtigen Hengsel feiert es auf einmal dann beim Unterwirt besser ist wie bei einer. Und auf einen Schlag waren wir keine Dampferwirtschaft mehr. Da waren wir wieder wer und kamen den Mode ins Geschäft gegangen.